Jo, hey Leute, hier ist der euer Danetics. Willkommen zum neuen Karrieremodus-Video mit den Tottenham Hotspurs. Heute mit zwei Spielen: einmal in der Europa League-Gruppenphase gegen Beşiktaş und danach noch ein Spiel in der Bucks Premier League gegen Southampton. Und das wird auf jeden Fall richtig wichtig werden für unser Spiel gegen Southampton, weil wir momentan, glaube ich, nur auf dem 9. Platz sind und wir haben so ein bisschen den Anschluss verloren an die Oberen in der Tabelle. Deswegen heißt für uns, dass wir vorne auf jeden Fall mal Tore schießen sollten. Da hatten wir ja die Probleme in den letzten Folgen, dass wir einfach vorne keine Dinger reinbekommen haben. Aber ganz anders sieht sie aus in der Europa League. Es sieht momentan echt komfortabel für uns aus. Und ich habe übrigens einen Fehler gemacht, die beim Video bearbeiten. Ihr seht die Aufstellung nicht, weil da ganz fett steht, bewerten, nicht vergessen. Ich meine, ihr könnt es ja lesen, aber ich war ein bisschen unkonzentriert, weil ich musste das Video jetzt auch wieder ein bisschen später bearbeiten. Ich habe ja gesagt, ich bringe euch jeden Tag ein Video jetzt in den Ferien und ist halt ein bisschen stressig für mich, deswegen war ich da irgendwie ein bisschen unkonzentriert. Aber ihr könnt es ja als Schleichwerbung sehen. Also ich würde mich natürlich auch über einen Kommentar und eine Bewertung hier freuen, aber war unabsichtlich. Oh mein Gott, ich verspreche jetzt auch noch. Mir sitzt die erste Chance, die hatte Beşiktaş in der 11. Minute. Ganz gute Parade von Hugo Lloris. Ich war hinten noch nicht ganz sortiert. An sich war es ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen mit der Tottenham-Karriere, weil ich ja, glaube ich, irgendwie 1,5 Wochen oder so kein Video davon hochgeladen habe. Ich hatte ja das mit den Kollegen unsere letzte Woche, deswegen hatte ich ja ein bisschen wenig Zeit. Aber ich freue mich wieder hier zurück zu sein, auch wegen einem Spieler, nämlich Schmid. Und er haut hier das Ding einfach mal in den Winkel rein. Was für ein geiles Tor einfach. So kann man doch mal eine Folge starten. Ich habe mich mega gefreut hier. Er haut das Ding einfach in den Winkel rein. Ich habe echt nicht damit gerechnet. Ich meine, von Ayhan hätte ich sowas erwartet, aber von Schmid, ich muss sagen, er gefällt mir richtig gut. Einer der besten Spieler hier in der Karriere. Und natürlich für uns richtig cool zu sehen, dass wir jetzt auch in der Europa League hier auch ganz früh getroffen haben, bedeutet, dass wir heute auch das dritte Spiel in Folge gewinnen könnten in der Europa League. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Und dann könnten wir doch schon mal auf die Rückspiele ein bisschen ja, gelassener darauf eingehen. Aber ich denke, später das Spiel wird auf jeden Fall richtig schwierig werden gegen Southampton. Müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben, weil das Ganze ist auf jeden Fall schwierig für mich gewesen, weil ich wusste nicht genau, ob ich jetzt irgendwie alles nach vorne werfen soll oder nicht. Ich will hier nämlich nicht irgendwie dann noch weiter abrutschen in der Karriere. Ich meine, der 9. Platz mit der Tottenham-Mannschaft ist doch schon ein bisschen zu wenig unter meinen Erwartungen eigentlich. Aber wie gesagt, hier in der Europa League sieht es ja eigentlich noch ganz gut aus. Nächste Chance für uns. Wir kommen hier mal mit der Möglichkeit zum Abschluss zu kommen. Der Ball geht aber leider hier am Tor vorbei. War auch sein linker Fuß. Ich weiß gar nicht, ob er Rechtsfuß ist oder Linksfuß. Keine Ahnung. Aber sah so aus, als wenn er eher Rechtsfuß wäre, weil der Ball hier doch deutlich am Tor vorbeigeht. Aber trotzdem, nächste gute Möglichkeit von uns. Wir haben hier eigentlich ganz gut ins Spiel reingefunden. Schon 45 Minuten hier vorbei. Meine Defensive stand gut vorne, ging halt relativ wenig dann weiterhin, weil ich jetzt nicht so offensiv spielen wollte. Ich meine, wir führen hier 1-0, aber die Möglichkeit hier mal für Beşiktaş zum Abschluss zu kommen. Die meisten Spieler von ihnen kenne ich eigentlich gar nicht. Der einzige Spieler, den ich wirklich kenne von ihnen, ist Barn. Der hatte hier den Abschluss. Also, denke ich mal, auch einer der besten Spieler von der Bewertung her von ihnen. Wir haben die Möglichkeit, hier mal zum Konter zu kommen. Wir haben ja schnelle Spieler, gerade mit Ben Yedder irgendwie kann der auch mal die Außenlinie hier lang sprinten, vielleicht in die Mitte ziehen, aber irgendwie habe ich da keine Anspielstation gefunden, deswegen hier der direkte Abschluss, aber leider übers Tor drüber. Und das war es auch von der ersten Halbzeit 1-0. Ich denke mal, ein gutes Ergebnis zu Hause gegen Beşiktaş. Sie haben echt kein schlechtes Team. Gerade vorne mit Demba Ba, glaube ich, heißt der, haben sie echt ein richtig soliden Spieler, der auch die Dinger da mal reinhauen kann. Die nächste Möglichkeit hier 50 Minuten vorbei. Beşiktaş ist im Vorwärtsgang. Sie spielen hier mal außen. Ich verliere den Ball irgendwie relativ unglücklich. Die Mitte von mir ist frei und da ist eben Bar und er haut das Ding hier per Kopf rein. Ich habe es ja vorhin noch angesprochen gehabt. Er ist echt solide und es war schwer, ihn zu verteidigen. Deswegen hier ist 1:1. Aber ich denke mal, momentan bei dem Spielstand hätten wir einen Punkt. Das wäre auch völlig in Ordnung. Dann hätten wir irgendwie jetzt 7 Punkte aus 3 Spielen geholt. Das wäre eigentlich auch ganz, ganz gut für uns, die Bilanz. Und ich denke mal, wie gesagt, in der Karriere müssen wir uns momentan jetzt eher auf die Barclays Premier League drauf fokussieren, weil wir da ja angreifen wollen. Da wollen wir auch nächstes Jahr wieder international spielen. Hier mal ein Freistoß von Ayhan in der zweiten Halbzeit. Also gute Situation von ihm. Ich habe ihn reingebracht, glaube ich, in der 45. Minute. Der hat sie mir schon in der 73. Also eine ganze Zeit lang ist hier auch wieder nichts passiert. Die Aktion hier mal, Ayhan setzt sich mal ein bisschen durch, hat die Möglichkeit mit dem linken Fuß zum Abschluss zu kommen und er haut das Ding natürlich rein. Ich meine, es ist Ayhan, der Skiller. Und ich weiß nicht genau, was mit Ayhan hier in FIFA ist, aber er trifft einfach in jeder Karriere bei mir, in jeder Karriere, wo ich ihn kaufe, ist er immer einer der besten Spieler von mir und er entwickelt sich auch immer richtig gut und einige von euch haben mir auch geschrieben, dass sie ihn eben ausprobiert haben und ja, die meisten von euch sind eigentlich auch zufrieden mit Ayhan. Deswegen denke ich mal, er ist richtig gut hier in FIFA 15. Jeder, der ihn nicht gekauft hat, sollte mal Ayhan auf jeden Fall mal anschauen. Ihr habt es gesehen, in der 90. Minute hier sogar noch eine richtig gefährliche Aktion von Beşiktaş, dass sie treffen hier aber nur die Latte per Kopfball. Deswegen haben wir nochmal die Kontermöglichkeit hier. Wir können vielleicht sogar noch auf 3:1 erhöhen. Wäre auf jeden Fall cool, hier nochmal alles klar zu machen. Ayhan ist in der Mitte frei, wird hier aber nochmal bedrängt, aber der Ball ist trotzdem drin, weil Ayhan einfach der Skiller ist.
Er hat die Übersicht hier behalten, macht sein zweites Tor. Und ihr müsst gleich schauen, ich glaube, er hat die ersten beiden Spiele in der Europa League ja gespielt. Und jetzt wurde er zur Halbzeit eingewechselt und er hat insgesamt schon 4 Tore erzielt. Also in 3 Spielen 4 Tore führen. Eigentlich ein Innenverteidiger. Denke ich mal, keine schlechte Bilanz auf jeden Fall. Eihan gefällt mir, wie gesagt, richtig gut. Seine Körperstärke, Schuss. Kraft hat er auf jeden Fall auch und er hat ja auch 4 Sterne im schwachen Fuß und so, deswegen kann man seine beiden Füße eigentlich auch ganz gut verwenden. Und ich wollte nochmal das 1000 Abonnenten-Special hier ganz kurz ansprechen. Ich habe ja im letzten Video, wie gesagt, gefragt, ob ihr da Ideen dafür habt und eigentlich habe ich da relativ viele Ideen bekommen, aber ich habe mich mal so ein bisschen drauf entschlossen, vielleicht so ein 10-Fakten-Video zu machen. Könnt ihr gerne in den Kommentaren mal drüber euch unterhalten, wie ihr das so findet, also dass ich ein bisschen was über mich erzähle, vielleicht auch ein bisschen was über FIFA, wie ich mit FIFA angefangen habe oder so und das vielleicht ein bisschen interessant gestaltet mit irgendwelchen coolen FIFA-Gameplays im Hintergrund. Falls ihr sonst noch Ideen habt, könnt ihr es gerne weiterhin in die Kommentare schreiben. Es gab auch relativ lustige Ideen. Ihr seht übrigens, wir sind auf dem 8. Platz, also ich habe gedacht, wir wären auf dem 9., aber 8. Platz ist jetzt auch nicht so geil eigentlich. Es gab auch relativ lustige Vorschläge, wollte ich noch ganz kurz sagen, dass ich zum Beispiel Bayern München nehmen soll und dann einen Karrieremodus machen sollte und dann alle Spieler verkaufen, mit ihnen absteigen und so. Also teilweise waren die Vorschläge doch ein bisschen verrückt, aber doch irgendwie auch lustig. Und ihr seht, wir sind hier im Spiel drin gegen Southampton. Also wie gesagt, richtig wichtig, dass wir heute die Punkte holen, dass wir vorne uns ein bisschen dran hängen und nicht irgendwie noch weiter zurückfallen. Und ich denke mal, gegen Southampton dürfte es zu Hause eigentlich auch möglich sein, die 3 Punkte zu holen. Aber wie gesagt, müssen einfach mal ein bisschen treffen. Wir hatten immer gute Möglichkeiten, aber haben sie nie genutzt. Hier die ersten Möglichkeiten, der Ball ist drin. Also in der Folge hier scheint es doch zu funktionieren nach der Pause. Und Townsend haut hier das Ding also richtig gut rein. Also nach der kurzen Pause hier, nach 1,5 Wochen oder so, wo ich nicht mehr gezockt habe. Also ich hatte echt eine Blockade eigentlich. Ich habe nur den Pfosten getroffen, die Latte oder der Torwart hat Riesenparaden gemacht. Ich war echt so am Verzweifeln, aber ich muss sagen, jetzt ging es eigentlich. Ich habe hier sofort getroffen. Ist immer ganz gut, wenn man hier schon mal einen Vorsprung hat, dann irgendwie eine Führung, kann man sich hinten reinstellen, vielleicht auch ein bisschen auf Kontermöglichkeiten hoffen. 23 Minuten hier vorbei, aber ich darf natürlich Southampton hier nicht unterschätzen. Sie zeigen auch mal, dass sie gefährlich sein können. Wieder ein Lattentreffer. Also in der Folge hier haben wir echt richtig Glück mit dem Gestell, also mit dem Aluminium, dass der Ball hier nicht reingeht. Gegen Beşiktaş ja auch schon. Die nächste Möglichkeit hier, knappe halbe Stunde gespielt. Also Southampton kam hier ein bisschen besser in die Begegnung rein. Bertrand, sie hatten halt solche Spieler wie ihn, die wirklich körperstark waren, wo ich keine Chance dagegen hatte, irgendwie sie wegzustoßen oder so. Auch in der in den Luftkämpfen waren sie eigentlich immer besser als in den Zweikämpfen, wenn sie irgendwie gesprungen sind und so, habe ich jedes Mal verloren eigentlich. Hier auch nochmal eine ganz gute Aktion gewesen. Lloris kommt da irgendwie ein bisschen überstürzt raus. Und ihr seht es, meine Passgenauigkeit ist richtig schlecht eigentlich hier in der Tottenham-Karriere. Wenn ihr das vergleicht, 73% hier in der Schalke-Karriere, glaube ich 87% oder so in der letzten Folge. Und das ist für mich immer so ein bisschen ein Indiz, dass es hier nicht ganz läuft, dass es mit dem Team noch nicht ganz stimmt. Und ich habe ja zu meiner Verteidigung jetzt auch noch nicht jeden Spieler so wirklich gut gespielt. Also ich habe halt jetzt teilweise mit Spielern halt 3, 4 Spiele gemacht. Da kann ich sie halt noch nicht wirklich kennen. In der Schalke-Karriere weiß ich halt, wie ich mit jedem Spieler umgehen muss. Ich denke, es wird hier auch noch irgendwie so kommen, dass ich dann auch mit jedem Spieler umgehen kann in der Karriere hier. Aber ich bin mal zuversichtlich. Ich meine, wir müssen unsere Punkte halt holen, dass wir irgendwie dann noch ins internationale Geschäft kommen. Ich meine, die Champions League-Qualifikation wäre schon ganz cool und die Meisterschaft natürlich auch, aber das ist natürlich erstmal in weiter Ferne nach unserem Saisonstart. Wir haben ja irgendwie gegen Arsenal auch noch 3-0 oder so verloren. Also da haben wir uns echt nicht von unserer besten Seite gezeigt. Hier nochmal eine ganz gute Möglichkeit gewesen für Southampton nach 54 Minuten. Und hier endlich mal eine Freistoßmöglichkeit. Ich habe immer noch nicht getroffen per Freistoß, aber mit Walker sah es irgendwie noch nicht besser aus. In der Schalke-Karriere habe ich ja schon öfter getroffen, aber hier will der Ball einfach per Freistoß nicht rein. Aber trotzdem noch mal eine gute Möglichkeit für El Ghazi. Der Ball wird aber leider vom Forster noch gehalten. Also wäre eine gute Möglichkeit für uns, aber wir haben immerhin gezeigt, dass wir weiterhin mitspielen, dass wir immer präsent sind und weiterhin gefährlich sind. Chatli setzt sich hier mal durch, hat den Ball zuerst verloren, er kämpft sich hier den Ball nochmal. In der Mitte ist dann Lamela frei und er haut das Ding hier rein. 2-0, die Erlösung eigentlich für uns nach 64 Minuten. Ich meine, jetzt muss ich halt defensiv gut stehen, dürfte ja mit dem Team hier eigentlich gar nicht so schwer sein, dann würde ich die 3 Punkte hier holen im Duell gegen Southampton. Und sind echt wichtige Punkte auf jeden Fall für mich im Kampf, dass ich nach vorne komme eben. Die nächste Situation hier, 79 Minuten vorbei. Bertrand, den habe ich echt nicht geschafft zu kontrollieren, der war so schwierig. Die Möglichkeit hier verpasst, glaube ich, in der Mitte von ihrem Spieler. Deswegen nochmal der Ball hier, nochmal in die Mitte, das Pelé oder Pelle, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, mit der Möglichkeit, aber ja, zum Glück geht der Ball hier übers Tor drüber. Ich denke mal, da hätte Lloris keine Chance gehabt, wäre der Ball ein bisschen tiefer gekommen. Deswegen auf jeden Fall Glück für uns.
Und 84 Minuten schon vorbei. Wir dürfen jetzt auf jeden Fall kein Gegentor mehr bekommen. Aber wir haben natürlich die Kontermöglichkeiten, weil Southampton ein bisschen aufgemacht hat. Vielleicht können wir jetzt hier sogar noch das 3:0 machen. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Ben Yedder setzt sich hier durch mit der Möglichkeit mit dem rechten Fuß. Aber leider wird der Ball hier noch gut abgewehrt zum Eckball. War echt eine gute Chance für uns hier nochmal zu erhöhen. Aber ich denke mal, gute Parade von Forster, glaube ich. Der hat mir in den letzten FIFA-Teilen schon richtig gut gefallen, weil er auch irgendwie so körpergroß ist und so. Und er hält irgendwie fast jeden Ball. Also richtig starker Torwart auf jeden Fall. Die nächste Aktion von ihm mit dem Fuß klärt dich ja, glaube ich, zum Eckball. Werdet ihr gleich nochmal in der Zeitlupe sehen. Also gute Reaktion von ihm. Aber auch kein schlechter Schuss von Townsend. Der hätte hier einen Doppelpack klar machen können. Aber ich meine, am Ende zählen halt einfach die 3 Punkte für uns. Und die haben wir geholt. Endstand ist hier auch 2:0. Wichtige Punkte, wie gesagt, ich habe es schon angesprochen. Jetzt klettern wir wieder ein bisschen. Wir sind momentan auf dem 4. Platz. Aber wir werden wahrscheinlich von Everton noch verdrängt werden. Dann wären wir halt am Ende auf dem 5. Platz. Aber ich denke mal, wir sind wieder mit dem Geschäft. Wir können uns weiter nach vorne kämpfen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir es auch schaffen werden. Und es wäre natürlich wieder mega cool, wenn ihr Kommentare da lassen könntet. Das freut mich immer mega. Und ich denke mal, morgen könnt ihr mal gerne abstimmen. Was wollt ihr eigentlich morgen haben? Karrieremodus Tottenham, Karrieremodus Schalke oder Spielertipps? Also schreibt es in die Kommentare und 1000 Abonnenten-Special-Ideen könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Und ja, bewerten und kommentieren natürlich nicht vergessen. Und haut rein, Leute, euer Danetics.